Herzlich willkommen zum Screencast Bootstrap-Projekt mit Eclipse IDE. Zunächst laden wir uns die Eclipse IDE herunter. Diese finden wir unter www.eclipse.org. In diesem Beispiel verwenden wir ein Paket für ein 32-Bit Linux. Dieses Paket erhalten wir als gepacktes Archiv, welches wir direkt nach dem Herunterladen entpacken. Nun wechseln wir in das entpackte Verzeichnis mit Namen Eclipse. Und können die Eclipse IDE durch Doppelklicken auf das Programm-Icon Eclipse starten. Wir behalten den Standard-Workspace bei und die Eclipse wird gestartet. Nun können wir direkt auf die Workbench wechseln und müssen nun noch im Eclipse Marketplace eine Erweiterung installieren. Den HTML-Editor benötigen wir, um HTML-Seiten bearbeiten zu können. Nach der Installation müssen wir die Eclipse neu starten. Fassen wir noch einmal zusammen. Wir haben die Eclipse heruntergeladen, das Paket entpackt und im entpackten Ordner die Eclipse gestartet. Direkt danach haben wir den HTML-Editor installiert und die Eclipse neu gestartet. Im nächsten Schritt benötigen wir noch das Bootstrap-Projekt. Hierzu besuchen wir die Seite www.getbootstrap.com und laden uns dort die aktuelle Version herunter. Diese ZIP-Datei entpacken wir nun im Webverzeichnis unseres Webservers. Direkt im Anschluss können wir beginnen, unser erstes Projekt anzulegen. Als Projektnamen wählen wir Bootstrap. Als Default Location wählen wir zudem das Bootstrap-Verzeichnis in unserem Webserver-Verzeichnis. Jetzt legen wir uns noch eine Index-Seite an. Dies ist eine simple HTML-Seite. Als Vorlage soll uns ganz einfach diese kleine HTML-Seite des Bootstrap-Projekts dienen. Betrachten wir nun unser erstes Arbeitsergebnis. Auch hier nochmal eine Zusammenfassung. Zuerst haben wir Bootstrap heruntergeladen. Dieses Paket haben wir im Serververzeichnis entpackt. Im Anschluss ein neues Eclipse-Projekt angelegt. Und hierzu auch eine passende Indexdatei erstellt. Hier noch einmal unser erstes Arbeitsergebnis. Und nun viel Spaß beim Selbermachen.